is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Kronen für die Treuen werden vorbereitet. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. An dem Tag, an dem der Herr einschreitet, werden die Treuen, die Aufrichtigen und die Ehrlichen mit Wohlgefallen betrachtet werden. Engel sind damit beschäftigt, die Kronen für solche herzustellen. Von diesen sternbesetzten Kronen wird das Licht vom Thron Gottes hell wieder strahlen. Sprecht über himmlische Dinge. Sprecht von Jesus, seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit, seiner unsterblichen Liebe zu euch. Lasst eure Herzen vor Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber, der starb, um euch zu retten, überfließen. O, macht euch doch bereit, eurem Herrn in Frieden zu begegnen. Wer bereit ist, wird schon bald eine unvergängliche Krone des Lebens erhalten und wird für immer im Reich Gottes wohnen, mit Christus, mit den Engeln und mit denen, die durch das kostbare Blut Christi erlöst worden sind. Eine Krone der Herrlichkeit liegt für uns bereit, die wir das Erscheinen des Heilandes erwarten, es herbeisehnen und lieben. Die Wartenden sind es, die mit Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit gekrönt werden. Ihr braucht nicht von den Ehren der Welt oder über das Lob der Großen zu sprechen. Das ist alles eitel. Lasst er mal vom Finger Gottes berührt werden, und sie werden sofort wieder zu Staub. Ich möchte Ehre, die bleibt. Ehre, die unvergänglich ist. Ehre, die nie aufhört. Eine Krone, die kostbarer ist als irgendeine Krone, die jedes Haupt eines Monarchen zierte. An jenem Tag werden die Erlösten in der Herrlichkeit des Vaters und seines Sohnes strahlen. Die himmlischen Engel schlagen ihre goldenen Harfen an und heißen den König und seine Siegestrophäen willkommen, die im Blut des Lammes gewaschen und weiß geworden sind. Ein Triumphgesang wird aufsteigen und den ganzen Himmel erfüllen. Christus hat gesiegt. Er betritt die himmlischen Höfe in Begleitung seiner Erlösten, die bezeugen, dass seine Mission des Leidens und der Selbstaufopferung nicht umsonst waren. The Lord is coming.